Ja, hallo und willkommen zurück zu Black Mirror 3. Ja, wir haben mit unserer Psychiaterin-Psychotante gesprochen. ich glaube, das muss ich nicht nochmal machen. Ich habe gerade keine Fragen an Sie. Genau, die habe ich auch nicht. Ob da meine Gesprächsprotokolle auch mal drin landen? Ja, ich will mal mit dir rausgehen, denn ich bin der Meinung, dass ich hier im Schloss noch irgendwas zu. Oh, Mr. Michaels, gut, dass Sie kommen. Zu Ihnen wollte ich gerade. Zu mir? Wieso? Ist mal wieder jemand ermordet worden? Das ist noch nicht ganz klar. Zumindest gab es einen Todesfall vor dem Schloss auf Ihrem Grundstück. Wie bitte? Sie machen Witze, Zack. Das würde ich niemals tun, Mr. Michaels. Bitte kommen Sie mit zum Schloss. Der Inspektor will mit Ihnen reden. Ich komme. Hier, kommen Sie. Sehen Sie. Da ist es. Da wurde Gregory erschlagen. Der wurde allerdings schon abtransportiert. Direkt vom steinernen Totenschädel. Da war nichts mehr zu machen. Ich nehme an, der Inspektor will mich sprechen, Zack? Und er ist schon mal vorgegangen und wartet im Schloss auf mich, richtig? So sieht's aus. Ah, das ist natürlich eine ungewöhnliche Wandlung. Eigentlich hatte ich was ganz anderes vor, was ich gerade machen wollte. Vielleicht gehen wir noch nicht rein. Geh erstmal zu seinen Kollegen. Steve? Ja? Können Sie mir sagen, wie genau der Unfall passiert ist? Der Steinschädel von da oben hat Greg erschlagen. Ja, das dachte ich mir schon, aber wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Greg war ja allein hier draußen. Wollte die Fassade putzen, wie Sie gesagt haben. Da hat er vielleicht eine Pinkelpause eingelegt und als er unter dem Schädel langkam, bam! Vermutlich ist der jahrhundertealte Stein durch den Brand rissig geworden und in sich gebrochen. Vielleicht haben ja die Vibrationen der Bohrmaschine das Gemäuer erschüttert und dann ist der lose Brocken einfach abgefallen. So erklären Sie sich das. Aber wenn Sie mich fragen, dann passiert hier nichts einfach so. Dieses Schloss ist verhext. Und das weiß jeder hier. Die Mauern leben. Wenn wir ein Loch zugemauert haben, war es am nächsten Tag wieder da. Genauso mit dem Schädel. Der hat nur darauf gewartet, dass jemand unter ihm steht, um abzufallen. So sehe ich das. Nehmen Sie es mir nicht krumm, Sir, aber ich will nicht der Nächste sein. Was soll das heißen, Steve? Wollen Sie etwa kündigen? Ja, tut mir leid, Sir, aber ich hätte auf meine Frau hören sollen. Die wollte von Anfang an nicht, dass ich hier arbeite. Lieber bei Murray ohne bezahlte Pausen arbeiten, als im Black Mirror Castle ohne Kopf. Das hat sie gesagt und ich hätte auf sie hören sollen. Steve, warten Sie! Tut mir leid, Sir. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf. Finden Sie jemanden, dem Sie das Schloss verkaufen können. Irgendeinem reichen Bekannten von Ihnen aus Amerika. Und bis dahin bleiben Sie nicht unter einem Steinschädel stehen. Na da. Da hauen mir meine Arbeitskräfte ab, die ich doch brauche fürs Schloss. Und hier scheint auch noch einiges zu sein. Ich weiß zwar nicht, wie man dieses Ding nennt, aber Steve hat damit tiefe Löcher in den Stein gebohrt. Es ist groß, schwer und macht eine Menge Lärm. Tim Taylor würde sagen, oh, ein Männerspielzeug. Mit Benzinmotor. Aber laut Anzeige ist der Tank leer. Ich sollte erst einmal Benzin besorgen, bevor ich das Teil mit mir rumschleppe. Hier stehen eine Menge Benzinkanister. Alle leer. So ein Pech. Aber ich nehme mal einen mit. Irgendwo lässt er sich füllen. Ha! Jetzt habe ich eine Ahnung, wo der sich füllen lässt. Das ist Blut. Gregs Blut. Ich kann nicht fassen, dass er tot ist. Erschlagen von einem Totenschädel. Unbegreiflich. Und was ist das hier? Schwarzer Schimmel? Seltsam. Ich dachte immer, Schimmel bevorzugt dunkle und luftdichte Stellen.
komisch, dass er ausgerechnet an diesem luftigen Platz wächst. Das Schloss scheint wirklich langsam zu vergammeln. Höchste Zeit, dass es renoviert wird. Noch besser wäre wahrscheinlich ausräuchern, aber gründlich. Ist das das Zeug, mit dem Greg die Fassade reinigen wollte? Das ist Industriereiniger. So viele Warnhinweise habe ich bisher nur auf Säureflaschen gesehen. Den nehme ich mit. Und die Bürste hier auch. Putzen kann man hier schließlich genug. Kann ich kurz etwas fragen? Mhm. Kennen Sie die Geschichte der Gordon-Brüder? Marcus und Mordred? Nein, aber ich kenne die von Tom und Bobby. Und die reicht mir voll und ganz. Alles klar. Vielleicht sollten Sie sich das verlassene Haus mal ansehen. Ich glaube, da geschehen seltsame Dinge. Aha. Und was für Dinge? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, da werden Menschen gefoltert. Klar. Was sollte man in einem verlassenen Haus im Wald auch sonst tun? Wieso nimmt mich hier keiner ernst? Soll ich Ihnen nochmal Ihre Aussage vorlesen? Blutige Rituale, jahrhundertealte Flüche, ein mysteriöser Orden und eine mordende Zwillingsschwester. Schon gut, vergessen Sie's. Auf Wiedersehen, Constable. Hm. Oh, ja, sinnlos mit dem zu quatschen. Also. Oh, da hätten wir das auch besprochen. Okay, ja. Inspektor, Sie haben bestimmt ein paar Fragen an mich. Ach, weißt du, eigentlich kann ich mir deine Antworten schon denken. Die kenne ich schon. Und bestimmt hast du auch ein ganz tolles Alibi. Allerdings. Ich war bei Dr. Winterbottom, genau wie es in meinen Kautionsbestimmungen steht. Fragen Sie Ihren Constable. Na bitte, ein erstklassiges Alibi. Siehst du, die Spucke für ein Gespräch mit dir kann ich mir sparen. Ich muss mich nur hier umsehen, in dem großen Schloss voller alter Kunstgegenstände, die bestimmt ein Vermögen wert sind. Auf dem riesigen Anwesen, da kriege ich schon meine Antworten, Mr. Erbschleicher. Genug! Ich werde mir deine Beleidigungen nicht länger anhören. Ich weiß nicht, was du in deinem kümmerlichen Bauernschädel alles zusammenreimst. Und ich will es auch gar nicht wissen. Ich bin nicht irgendein Sagensucher, der planlos herumtappt und dem man alles anhängen kann. Ich bin ein Landbesitzer und der Schlosser von Black Mirror Castle. Ein mächtiger Lord. Und wer bist du? Hä? Ein kleiner, strafversetzter Bulle. Und jetzt raus hier und zwar schnell. Okay, okay, Adrian. Für Sie ab jetzt Sir Adrian Gordon, kapiert? Und lassen Sie sich hier erst wieder blicken, wenn Sie einen Durchsuchungsbefehl haben. Wow, das war längst fällig. Ich lasse mir nichts mehr bieten. Egal von wem. Ich bin nicht einfach irgendwer. Ich bin ein Gordon. Und nicht irgendeiner. Ich bin der Einzige. Der Letzte der kümmerlichen Marcus-Linie wird der Erste der mächtigen Mordred-Linie sein. Tja, ab jetzt bin ich allein im Schloss. Keiner mehr da. Endlich habe ich meine Ruhe. Niemand will was von mir. Kein Alibi, kein Geld, kein gar nichts. Ich meine, außer einem Urahn, der meinen Körper in seinen Besitz bringen will. Ich sollte besser schnell herauskriegen, was es mit diesen Menhiren auf sich hat, von denen Victoria sprach. Was habe ich gerade gesagt? Niemand will etwas von mir? Oh Mann, ich komme mir gar nicht so kurz. Na nur? Vermutlich hat man vorne am Tor geklingelt. Okay, das war ja schon ganz schön krass jetzt, aber irgendwann muss man auch mal seine Meinung sagen, ja, egal wie das jetzt ankommt. Es ist eben so. Tor zum Tor, okay.
Briefkasten. Was haben wir da? Noch mehr Post. Ein Brief von Murray? Was will denn der Kerl schon wieder? Solange sie den Hotelzimmerschlüssel nicht zurückgebracht haben, berechnen wir ihnen 100 Pfund pro Tag. Eine Rechnung über 500 Pfund für 5 Tage? Ich glaube, dem geht's zu gut. Okay, da werde ich mich mal in die Richtung des Hotels bewegen. Wormhill, ja. Er scheint ja auch wieder in die Stadt zu gehen. Ich habe keine Ahnung, wo der Weg... Ja, der Vater wird noch wichtig. Hier oben war der Leuchtturm und... hier ging's zum Hotel, genau. Ja, dann kriegt er eben seinen Schlüssel zurück. Aber vorher muss ich noch was tun, denn... Ne? Ich habe ja noch eine Flasche. Die fülle ich gleich mal mit Wasser. Kann man immer gebrauchen. Ist mir gerade die Idee gekommen. Weil das Inventar ist ja fertig. Mega. Die Flasche ist jetzt voll Wasser. Trinken würde ich es allerdings nicht. Okay. Ich wohne jetzt im Schloss. Eigentlich müsste ich Murray nie wieder begegnen. Aber ich habe den Hotelschlüssel noch. Und den würde ich dem alten Schlitzohr nur zu gern persönlich vor den Latz knallen. Genau, also man soll ja keinen Grund wie von so Arschgeigen noch Gründe geben. Hallo Murray. Mr. Gordon, immer eine Freude, Sie zu sehen. Mr. Gordon? Aha, es ist also auch schon bei Ihnen angekommen, dass ich der letzte Nachfahre der berüchtigten Adelsfamilie bin. Aber gewiss doch, das ganze Dorf spricht von nichts anderem. Dann ist Ihnen auch nicht in Gang, dass ich nicht nur den Namen, sondern auch das gesamte Black Mirror Anwesen besitze. Oh, meine herzliche Gratulation zu dieser wunderbaren Erbschaft und natürlich mein allerherzlichstes Beileid für den Verlust Ihrer teuren Großmutter. Urgroßmutter. Das Süßholzraspeln können Sie sich für Ihre Touristen aufheben. Die letzten, die noch zu Ihnen kommen. Ich denke nämlich darüber nach, aus dem Schloss ein Hotel zu machen. Ein echtes Gordon's Palace. Hier ist doch alles geklaut. Sogar der Name. Murray, dafür kann ich Sie verklagen. Das ist Ihnen doch klar? Und ich glaube, das werde ich auch tun. Mr. Gordon, nun, ich gebe zu, wir hatten vielleicht die eine oder andere Meinungsverschiedenheit. Aber Sie werden doch nicht vergessen, dass ich Ihnen immer geholfen habe. Ich war es, der Sie aus dem Gefängnis geholt hat. Und ich war es auch, dem Sie es zu verdanken haben, dass Sie im Wald nicht erfroren sind. Bewusstlos, wie sie da lagen. Ich habe Phil zu ihnen geschickt und sie ins Hotel bringen lassen. Als Mann von Ehre werden sie das doch nicht mit einem kleinlichen Anwaltsstreit vergelten, oder? Ihre sogenannte Hilfsbereitschaft ist nichts weiter als eiskaltes Kalkül. Ihnen gehört ein für allemal das Handwerk gelegt. Vergessen Sie nicht die Fotos aus Ihrem Schrank, die eindeutig belegen, dass Sie sich Ihr Taschengeld mit Erpressung aufgebessert haben. Wenn ich damit rausrücke, sind Sie erledigt. Mr. Gordon, ich appelliere an unsere Freundschaft. Freundschaft? Du bist nichts weiter als ein widerlicher Parasit, der sich am Blut seines Wirtes dick und fett frisst. Ich bin die längste Zeit dein Wirt gewesen. Ja, mehr noch. Ich werde dafür sorgen, dass du keinen anderen mehr finden wirst, den du aussaugen kannst. Ich werde dein Parasit sein. Was meinst du, wie lange du mich aushalten kannst, du Wurm, hä? Ich werde dir dabei zusehen, wie du zugrunde gehst und mich an deiner Qual laben. Und eines Tages wirst auch du in einem Keller neben Leichen aufwachen. Falls du überhaupt aufwachst. Schönes Leben noch! Dem hab ich's gegeben. Der wird sich hüten, mir nochmal in die Suppe zu spucken. Wie einfach das doch ist. Nur ein bisschen Druck ausüben und schon knickt alle Welt vor einem ein. Wen könnte ich denn als nächstes das Fürchten lehren? Tom. Oder lieber diesen tätowierten Knastbruder. Oder dieser komischen Alten, der immer von mir abhaut. Diese Nervensägen gehören mal ordentlich zurechtgestutzt. Ich frage mich, warum ich nicht schon früher auf den Tisch gehauen habe.
Schluss mit der ängstlichen Duckmäuserei. Ab jetzt wird abgerechnet. Oh. Fuck. Das hört sich irgendwie gar nicht nach mir an. Eher wie das, was Victoria über Mordred erzählt hat, als er anfing, sich zu verändern. Er misstraute allem und jedem und wurde immer feindseliger. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Nein, es ist besser für Murray und mich, wenn wir uns die nächste Zeit nicht mehr sehen. Ja, das glaube ich auch. Da geht es einige Stufen nach unten. Sie führen hinter das Hotel. Ja, ich glaube, das war nicht so wichtig. Kann ich mal kurz da vorbeischauen? Ich muss mal sehen. Bei der Psychiaterin. Sie scheint nicht da zu sein. Ganz schön wenig los hier. Wie verdient Murray denn an dem ganzen Kram hier Geld? Aha, eine Spendenkiste. Für die Hinterbliebenen steht da. Ja, sicher. Und eine Kamera. So kann Murray von zu Hause aus sehen, ob die Leute auch spenden. Na, krass. Okay, schauen wir das mal um. Verschiedene Broschüren über die Geschichte von Willow Creek. Flussumleitung, die alte Akademie, Skelettfunde, Ausgrabungen, die Gefahren des Sumpfs und so weiter. Nichts wirklich Interessantes dabei. Alle Broschüren wurden von Edward erstellt. Er scheint sich sehr für Geschichte und Archäologie zu interessieren. Verschiedene Broschüren über die Geschichte. Fluss und nichts wirklich Interessantes. Alle Broschüren wurden... Tagebuch des Mörders steht da drauf. Mit blutiger Schrift. Ja, klar. In dieser Vitrine lag eine mysteriöse schwarze Kugel, bis Angelina sie gestohlen hat, um ein Portal zu Mordred zu öffnen. Die Ketten und Fleischerhaken hängen hier nur zur Deko, weil sie so hübsch sind. Utensilien von Dr. Heinz Hermans Knochensägerei. Murray ist gut aufgestellt, was seine Mördervermarktung angeht. Eine Nachbildung von Miss Valleys Brandleiche? Also damit ist meine Schmerzgrenze erreicht. Kann man Mary nicht wegen Geschmacklosigkeit verklagen? Ich weiß nicht, worüber ich mich mehr wundern soll. Dass Mary tatsächlich Nachbildungen von Dr. Hermans abgeschlagenen Kopf gemacht hat? Oder dass jemand eine davon gekauft hat? Wer zum Teufel tut sowas? Der Leuchtturm in Miniaturgröße. Mundgeblasen von Marys Bastelverein. Das sind die alten Sachen vom Heimatmuseum, das vorher hier drin war. Was steht da? I love blood und kill me. Und was steht da drauf? Take my soul. Hätte es die schon eher in Serie gegeben, hätte Samuel sich die Morde sparen können. Hi. Das Schild? Bitte nicht mit dem Personal reden. Ja. Komischer Typ. Bestimmt kein echter Polizist. Seine Kollegen bewachen den Buckingham Palace. Nur haben die mehr Fell am Hut. In England scheint stummes Wachpersonal weit verbreitet zu sein. Ich soll nicht mit ihm reden.
Ah, okay, aber ich rede jetzt mal. Ich muss mal schauen, ob ich nicht irgendwo was vergessen habe. Hat Mary Gipsabdrücke von seinem Hintern gemacht und verkauft sie jetzt als Totenmaske? Sprich Hotspots. Eine große Holzkiste mit Vorhängeschloss und Schlitz im Deckel. Vorne ein Schild. Spenden Sie für die Hinterbliebenen der grausam ermordeten Toten. Hier war die Gordon-Chronik drin. Auf dem Zettel steht, dass sie auf Wunsch der Familie Gordon aus dem Museum entfernt wurde. Kompliment an Mary. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Das bin ja ich. Gesucht, gefährlicher Brandstifter. Der amerikanische Tourist Darren Michaels steht unter dringendem Verdacht der Brandstiftung. Es werden noch Zeugen gesucht, die Angaben zum Ablauf des Brandabends machen können. Jeder Hinweis zählt. Fehlt nur noch die Kopfgeldprämie. Das ist der Zaun, auf den William Gordon nach seinem Fenstersturz fiel. Und ein paar Wochen später auch Samuel. Die Bilder stellen die Mordschauplätze dar. Das hier zeigt den Leuchtturm, bei dem Miss Valley ums Leben kam. Das ist Vic Valley. Er wurde vor 12 Jahren tot in einem Steinkreis gefunden. Seine Schwester hat ihn hoffentlich hier nie zu Gesicht bekommen. Mein Vater, Samuel Gordon, dargestellt als blutrünstiger Mörder. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber irgendwie kann ich ihn jetzt verstehen. Der Steinkreis. Dort wurde Vic ermordet, Miss Valleys kleiner Bruder. Das Bild gibt's im Hotel auch in Postergröße. Das ist wohl die Rückseite von Black Mirror Castle. Die Stelle, an der vor 12 Jahren der damalige Gärtner starb. Das Bild kennt man aus der Zeitung und von Postkarten. Dr. Hermans Sterbeszene. Director's Cut. Die Endlosversion. Wäre Herman damals nicht von Samuel umgebracht worden, wäre er jetzt vielleicht Marys Aushängeschild. Hinter dieser Mauer war vorher der Sensationsteil des Museums. Keine Ahnung, warum Mary das zugemauert hat. Vielleicht um Heizkosten zu sparen? Ein alter Sekretär. Wozu steht der hier? Wurde darauf jemand ermordet? Oder damit? Das wird eine Foltermaske sein. Mit Dornen auf der Innenseite. Naja, ich glaube, ich habe alles gesehen. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr erinnern. Im Vorgänger, glaube ich, im zweiten Teil sah das Museum auch anders aus. Und ja. Ja, es gibt noch ein paar Leute, denen ich auch mal den Kopf waschen müsste. Und da gehe ich mal hin. Und zwar Richtung Hauptdings. Nanu? Wo ist denn die Fleischkapuze hin? Fleischkapuze. Jetzt weiß ich wirklich nicht, um was es geht. Ich habe weder Lust auf ein Bier. Ah, okay. Okay. Nein, ich wollte ja noch in das Café. Nein,
Ich finde, Denise darf jetzt auch mal in Ruhe arbeiten. Ah, ist das nicht meine Psychiaterin? Frau Doktor? Was liegt Ihnen auf dem Herzen, Adrian? Dieser Fluch. Er existiert wirklich. Adrian, so etwas dürfen Sie sich nicht einreden. Ich wohne seit heute Morgen im Schloss. Und gerade eben gab es den ersten Toten, ein Handwerker. Das kann doch kein Zufall mehr sein. Oh. Bis später. Machen Sie es gut. Oh, das ist das Einzige, was dir einfällt. Oh. Okay, ich muss auch mal schauen hier. Ich gehe da besser vor. Nein, er geht dort nicht mehr raus. Okay. Alles der Reihe nach. Wie läuft's? Bestens. Was kann ich für Sie tun, Sir? Waren Sie mal im hiesigen Museum? Ich interessiere mich sehr für Museen aller Art. Speziell Völkerkunde und Geschichte, Sir. Aber das hier in Willow Creek kann man nicht mehr als Museum bezeichnen. Es ist vielmehr ein Sammelsurium an Unwürdigkeiten. Sie waren schon drin? Ja, vor ein paar Jahren, als es dort noch ein paar richtige Ausstellungsstücke gab. Ich muss dann mal wieder. Beehren Sie uns bald wieder, Sir. Okay. Wie schon gesagt, ich mache jetzt erstmal langsam. Langsam. Also, es gibt da noch das, dann gibt es noch die, ja, die ängstliche Verkäuferin, die sowieso nicht mit uns sprechen wollte. Immer noch geschlossen. Ja, wir gehen nochmal zur Polizei. Die hat vielleicht auch zugeschlossen. Wow, jetzt ist er allein. Jetzt kann ich doch mit ihm reden. Oder stand da nicht auch schon? Ja. Kann ich kurz etwas fragen? Wo ist denn Spooner? Hat sich den Rest des Tages freigenommen. Glaube, der Unfall am Schloss hat ihn etwas mitgenommen. Der Arme. Haben Sie eine Ahnung, wo dieser Matt sich rumtreibt? Im Dorf habe ich ihn nicht gesehen. Gestern war er noch im Pub, aber wo er heute ist, keine Ahnung. Sie können ja eine Vermisstenanzeige aufgeben. Vielleicht im nächsten Leben. Constable, wissen Sie, was ich gerade mache? Ich bin auf der Suche nach dämonischen Portalen. Die sind hier errichtet worden, da hat der Heilige Geist noch nicht einmal an Jesus zu denken gewagt. Ja. Na dann, viel Spaß beim Suchen. Auf Wiedersehen, Constable. Freiwillig gehe ich da nicht mehr rein. Okay. Ja, Freunde, jetzt ist es wieder an der Zeit, mich zu verabschieden für diesen Part. Und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Und bis zum nächsten Part hier bei Black Mirror 3. Ich bin wieder weg und ciao.